Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute schauen wir uns mal in der Mengenlehre um und ich erzähle euch mal in 2-3 Minuten so das Allerwichtigste. Also, wir fangen an mit der Mengengleichheit. Das heißt also, wir haben ein Element A und ein Element B und beide befinden sich in der gleichen Menge. Das heißt also, jedes Element, egal ob A oder B, ist gleichzeitig in der Menge A oder B enthalten. Und das darf man dann aufschreiben wie A ist gleich B. Das nennen wir Mengengleichheit. Als nächstes schauen wir uns die Teilmenge an. So, also es gibt die große Menge A und die kleinere Teilmenge B. Alle Elemente von B gehören mit zur Menge A. Es gibt aber Elemente in A, die nicht zur Gruppe B gehören. Das heißt, es gibt Elemente, die gehören nur zur Gruppe A und es gibt welche, die gehören zu A und B. Und das schreiben wir so auf. Okay. Als nächstes kommt die Schnittmenge. Die erklärt sich eigentlich von ganz alleine. Es gibt die Menge A und es gibt die Menge B. Und dann gibt es eine bestimmte Anzahl von Elementen, die gehören sowohl zur Gruppe A als auch zur Gruppe B. Und die befinden sich dann in der Schnittmenge. Und das schreiben wir so auf. A, B. Okay. Dann gibt es die Vereinigungsmenge. Hier gibt es die Teilmenge A und die Teilmenge B. Das spielt aber keine Rolle. In der Vereinigungsmenge sind alle Elemente in allen Gruppen enthalten. Also egal, in welcher Teilmenge sie sind. Und das nennen wir AUB. Okay. Und als letztes gibt es dann noch die Differenzmenge. Das heißt also, wir haben wiederum die Teilmenge A, wir haben die Teilmenge B und eine Schnittmenge. Die Differenzmenge ist aber nur der Teil, der ausschließlich zur Menge A gehört. Es darf keine Überschneidung geben. Und das nennen wir dann A und dann Schrägstrich B. Also nur die Elemente, die ausschließlich zu A gehören. Okay? So, und jetzt habt ihr in einer ganz kurzen Zusammenfassung die Mengenlehre gesehen. So schreibt man das auf. Okay, das war's.